So, guten Morgen am Sonntag. Ich muss wieder Graffiti entfernen. Und zwar diesmal von meinem Hänger. Es ist ja wirklich zum Kotzen, das ist eine Plage. Eine wahre Plage. Gut, Schleifpapier. Aber einfach aggressiver, hetzt sich rein. Naja, eben. Ja. Moin. Moin. Das ist schwer. Ich muss reichen dafür. Und einfach nur einmal gleichmäßig drüber. Ne, ja, mach mal. Da muss für alles reichen. Ja, nur wenn wir das nächste Mal rufschmieren, dann habe ich wieder eine Lackschicht drüber. Weißt du? Mhm. Da nicht. Hier. Betaggt. So, was ich denn? Nicht das Zeug, was du mit denen los versuchst abzukriegen, oder? Ja, womit ich es abkriege, ist Schleifpapier und dann habe ich es überlackiert mit Klarlack nochmal. Da. Ey, ohne Scheiß, sowas ist so asozial. Ja, genau. Das ist mir echt scheißegal, ja? Wenn irgendwie die Leute irgendwie hier so die Markisen anmalen, ist ja scheißegal, aber machen sie auch teilweise auf so, bei so kleinen Geschäften einfach auf die Scheibe mit diesen Tag-Markern, ist das so asozial. Was kostet das? Mega assig. Oder irgendwie in der Sanderstraße ist ja dieser Friseur, der nur dieses helle Schild hat, ohne was drauf, am okay. Ende. Ist geil. Haben sie das ganze Schild voll gemalt. Cool. Wir machen uns Einzelteile, Einzelhändler. Kann man ja mal machen. Mega gute Idee, so voll. Ich habe einem Typen mal mega angemacht, der da auf der anderen Seite vom Kanal ist, diese Blumengeschäfte, wo man über den Zaun klettern muss. Okay. Dann bin ich da abends mit dem Hund lang gegangen. Da haben die vorne auch so ein Display, die Leute sich so. Ich gehe dann halt irgendwie so zwei Hipster-Kids. Mhm. So, ja, geil. Malen das da auch. Ich so, ey, Assi, wie wir mit deinem Pferd so ein Foto gemacht haben. Also, ja, hier, kannst ja morgen hingehen und dir irgendwie einen Profi geben, oder du das, machst das am besten ab, ansonsten irgendwie, wenn du jetzt den Boden hast. Nicht geschnallt, dass es irgendwie vielleicht nicht okay sein könnte. Bescheuert, ne? Kann ich denn fragen, dass irgendwie zwei Platte gibt? Ich hatte die Größe, wenn man irgendwas reingesteckt hat. Was? Zwei Platte. Ich weiß nicht, ob da jemand was reingesteckt hat. Oder? Na, probier aufzupumpen. Ansonsten. Nee, das ist ja wahr, dass er noch vorher so ist. Ansonsten, ich bin ja nicht da heute. Heute ist Sonntag. Ach, man kann es auch nicht hinbringen. Ne? Naja, abgeben kannst du, aber ich mache heute nicht. Nee, klar. Ja? Alter. Ja? Aber ich kann es abgeben. Ja. Also ich will keine neuen Mäntel, sondern wenn dann nur neuen Schlauch. Wenn es nicht zerstochen ist, dann brauchst du auch keine neuen Mäntel. Ja. Aber auch wenn es zerstochen ist, würde ich erstmal keine neuen Mäntel. Wenn es zerstochen ist, na, was willst du da machen? Dann kommt der Schlauch raus weg. Und dann
Oder dann repariere ich es halt nicht quasi. Genau. Okay. Gut. Alles klar. Ja, stell's ab. Ich nehm's dann gleich mit dran. Also morgen Nachmittag. Ja? Gut, okay. Zusammenpacken. Danke. Ja, bitte. Ciao. Na, so ist das. Graffiti-Ex. Bei Tommy. Versauen. Das ist doch assi. Das sieht so kacke aus immer. Wahnsinn. Super. Ja, das Amt ist am allerbesten. Bitte. Du bist zu dumm für den Beruf, sagen wir mal. Genau, ihr wolltet doch heute zusammen alleine einen Tag verbringen. Ja, dann bist du. Einen Tag verbringen? Ab jetzt. Einen Tag? Was? Aha. Geh doch mal ins Kino. So eine schöne junge Dame an deiner Seite hast du selten. Ja, noch nie gehabt. Ah, ja. Hat er gesagt. Das ist die Nuttenbrosche. Jo, Sonntag, ich mache wenig in der neuen Wohnung. Ich baue jetzt nur diese kleine Einrahmung für diese Leiste hier, die sehe ich zu. Und die wird dann vielleicht morgen oder irgendwann mal eingeklebt. Muss ich mal schauen im Laufe der Woche. Erstmal wird die zugesägt. Mal heute.
Morgen die Scheibe, morgen Holzkit, morgen früh. Ja, 10, 20, 30 Euro. Genau, Dummheit muss bestraft werden. Der Kollege brachte nämlich das Fahrrad und hat gesagt, die Reifen sind kaputt aufgeschlitzt. Nun waren aber nun beide Ventile lose. Was macht man da? Aufpumpen. Wollte er nicht machen, er wollte es hier lassen, reparieren lassen. Nehmen wir für das Aufpumpen jetzt 20 Euro. 10 Euro pro Mantel, pro Reifen. Finde ich in Ordnung, finde ich gerechtfertigt. So muss man das machen. Also, wir schauen mal, was er dazu sagt.